Was sagen Sie als Mobilitätsforscher, in welche Richtung geht die Reise punkto Mobilität? Wir sehen gerade drei große Entwicklungstrends mit einer Auswirkung auf die Automobilindustrie. Zum einen die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, also der Elektromobilität, die dazu führen wird, dass die lokalen Emissionen der Fahrzeuge zurückgehen werden. Dann die Automatisierung der Fahrfunktion, die dazu führen wird, dass die Verkehrsflüsse besser laufen werden und dass wir die Zeit im Auto besser nutzen können. Und wir sehen die gemeinschaftliche Nutzung als dritten großen Trend. Die gemeinschaftliche Nutzung wird dazu führen, dass wir den Verkehrsraum effizienter auslasten können und damit der Verkehr in der Stadt auch besser gemanagt werden kann. Von welchem Zeithorizont sprechen wir? Alle Trends haben eigentlich schon heute begonnen. Also wir haben heute schon Elektrofahrzeuge auf dem Markt. Wir haben heute auch schon teilautomatisierte Fahrfunktionen, insbesondere im Oberklassensegment. Und die gemeinschaftliche Nutzung in Form von Carsharing gibt es auch in sehr vielen Städten Europas mittlerweile. Die Trends werden sich verstärken, die Trends werden zusammenfließen. Und ich glaube, das wird das richtig Spannende werden. Wir haben dann also in Zukunft ein Fahrzeug, welches elektrisch ist, welches gemeinschaftlich genutzt wird und welches automatisiert fährt. Und das ist dann ein komplett neues Mobilitätssystem, in dem das Fahren sehr komfortabel sein wird und das Fahrzeug integriert sein wird in die Stadt.